Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen in Schweden. Ich bin zusammen mit Max. Yo. Gestern nach Schweden geflogen, nach Stockholm. Und dann hat uns der Alex Alanko abgeholt und wir sind eine anderthalbe Stunde weitergefahren und sind jetzt in so einem Nationalpark. Dort wohnt nämlich der Alex. Es ist zu cool hier, um es einfach mal nicht zu zeigen. Wir sind in so einer Hütte einquartiert. Mach mal Roomcheck, Max. Roomcheck. Ist ganz schön dunkel. Also wir leben hier auf 200 Quadratmetern. Da hinten geht es raus zu einem Balkon, aber das zeigen wir jetzt nicht. Wo ist deine Garage? Garage ist auch egal. zwei Betten. Ja. Einmal hier Premium. Links als Bett. Und mein Bett. Wo ist da? Ja. Du musst bei MTV Cribs auch immer deinen Kühlschrank zeigen. Was hat er am Start? Wir haben Oranges. Oranges. Pink Ladies? Nee, Quatsch. Nee, andere heimische Äpfel. Schwedische heimische Äpfel. Eiser. Und Schokolade ist ganz wichtig. Bananen, na klar. Weil wir auf Best-Trip sind. Nee, Spaß. Also es ist mega cool und tausend Dank an Alex, dass wir hier wohnen dürfen und in der Hütte. Man ist einfach mal ein bisschen ab vom Schuss und hat so ein richtiges Urlaubsfeeling. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal, was hier vorne noch abgeht. Weil wenn man aus dem Haus geht, ist einfach davor ein See. Der Alex hat uns auch schon gesagt, dass wir irgendwann die Tage dort Eisbaden gehen werden. Max ist schon stoked. Max, freust du dich auf Eisbaden? Mega. Zieht euch das mal rein. Direkt vorm Haus. So ein See. Aber wir machen uns jetzt auf nach Hebi. Das ist so eine Halle, das ist Alex. Hallo. Hallo, hallo. Wir fahren jetzt nach Hebi, so eine Skatehalle und filmen ein paar coole Clips für euch in der Halle. Wir haben schon viel davon auf Instagram gesehen und die sieht echt geil aus. Alex, where are we? In Hebi. Hebi. Zieht euch mal die geile Halle rein. With us today, heute mit uns am Start, Max Fredriksen. What's up? Max? Ja? Wie spät ist es? Ja, klar. Get some. Yo, the amount of flares I've seen in this Resi and slid out once is crazy. Und zwar, was wir heute vorhaben nach dem mega langen Intro, ich habe auf Instagram aufgerufen, dass ihr uns Tricks senden sollen. Also wir machen ein Call the Shots Video und ich check jetzt mal, was so der erste Call ist und dann legen wir los. Also wir haben schon einige. Max, we got a couple of requests already. Mm-hmm. A lot actually. Wow, that's a lot. Okay, let's find some you want to do. Should we start easy and then do something? Yeah, I would recommend that. Suicide no hand lander. Oh, we should actually all just do that one. Should we? Could be fun. I mean, we will definitely crash. Fly out? Yeah. Let's. Up there, I guess. Up there. Yeah. You start. Okay. Yes! Wow! Yes! 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 Out of my neck! Got a whiplash. It was like a proper bounce back. Ah. Sorry, dass das hier so ein Mix aus Englisch und Deutsch ist, aber wir müssen natürlich Englisch reden und können nicht in Deutsch kommunizieren. Yes! No. Max will wieder Gutmachung. Da ist er. Geil. Geil. Geil? Geil. 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 Oh, no way.
First try. Oh! That's so hard. Yeah. Is that counting? Both of you guys landed first try. Yes. Und wir haben es nicht mit Seatbounce gemacht. Maybe you have to try it without the Seatbounce. Okay. Die Deutsche Liga in Führung. Jungs, das sind absolute Parkmaschinen. Yes! The wall is getting us, but... Sick. Boom. Yep. Okay. Boom. Scary. Yeah, let's count it. Also wir wollten ja relativ... einfach anfangen. Maybe you guys look with me. I think double tail whip sounds like the easiest on this thing. Schweizer. We have cash rolls, we have flip whip to bar. Flip whip to bar in here, wow. Triple or quad truck. I think we shouldn't do everyone the same because it maybe takes way too long. I would say everyone picks one kind of easy thing. Okay. You? What do you think, triple? Truck or? Ja, we could do triple truck train. Yeah. You do that? Okay. Sure. Also ich habe einen Double Tail Whip gefunden, den mache ich auf jeden Fall. Ah, double. Shoutout an was? LXKXS004. Der hat die Flare Clock gecallt. Haben sie zu spät gesehen. Wir haben es schon gemacht. Da war er. Und Alex. Wow. Oh! Yes! Ich habe zwar gesagt, ich mache einen Double Whip, aber wenn Max die Flare Clock eingeleitet hat, dann muss ich die ja, glaube ich, auch noch machen. Oder? Sure. Yo! Ja. Lit. Ich fange an mit dem Easy Backflip vom Coupon Julian. Nächstes Ding. Backflip One Foot Can. Und da war noch ein witziger. Da war noch ein geiler, warte. Oh. One-handed backflip. That was good. Kind of. Yeah, I saw it. Ah, was für ein behinderter Trick. What a stupid trick, right? Hell. So scary. Yes! There you go. Backflip Barspin für Max. Und wir machen alle einen 360 Topo again. 360 T-Bog? T-Bog, for sure. You as well? Decade, maybe? Decade? You want to do the Decade? Yeah, I can try it. I haven't done it in a long time. You! Sick one, perfect. Yes, please. You. There you go. Und jetzt machen wir zwei einen 360 Toboggan. Ich habe zwar irgendwie das Gefühl, dass Max die besser macht, weil der war gleich ganz hellhörig, wo er den Trick gesehen hat. Aber checken's mal ab. Yo. Nice. Wir haben das nächste Schmuckstück gefunden. Flare to Tail Tap. Vielen Dank an Lochera 11 für den Call. Macht ihr alle mit? Machst du mit, Max? Ja? Max is down. Yes. I'm down. Oh my God. How was it? Wow. Nice? No.
Okay. Jetzt, wo ich das gesehen habe, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Wow. This is gonna be hard, but I think we really need to do like a proper flare. Yeah? Kinda. It could work. Getting there. I give you props for commitment for sure. But I'm pushing back into the ramp like on the normal. Mal gucken, wer es zuerst schafft. Team Schweden oder Team Deutschland? Team Schweden oder Team Deutschland? Ah! Oh, ist gut. Oh. Ja! Oh! Yes. Wir haben es fast, aber irgendwie auch nicht. Ja, los jetzt. Jetzt? Jetzt. Oh. Oh. Ja! Nein! I was so lean to that side. That was so good! Perfect! Haha. Ja. Wow. Fuck. Ich glaube, es sah so aus, als hätte ich meinen Helm richtig auf den Helm. Es sah so aus, als ob sie dir deine kommenden Füße gebrochen hätte. Ja, aber ich habe mir auch den Fuß einfach voll in den Boden gerammt. Ich muss den mehr da machen und nicht da drüben. Oh! This is the one. Oh! Oh. God damn it. Are you tired? I'm super tired, it's more like 50th try or something. What? It's so stupid. So was Dummes. Wir haben versucht, den Flare to Tailtap hinzubekommen und ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie kriegen wir es nicht auf die Kette. Ich glaube, wenn man das bei einer richtigen Quarterpipe machen würde mit Coping, dann hat man noch mehr Pop und kommt dann noch mehr aufs Hinterrad. Wir hatten ein paar richtig enge Versuche, aber mir tut's Knie weh, mein Zeh von dem einen Einschlag. Max, sein Finger ist komplett taub, immer von dem Bremse ziehen und dann so draufschlagen, aber ist eh alles nur Mimimi. Aber wir haben jetzt hier schon ganz schön viel Zeit reingesteckt. Ich hoffe, wir kriegen noch ein, zwei Dinger für euch hin. Wir filmen gerade nebenbei noch Max sein Video. Wir haben jetzt irgendwie einen Truck to No Hand integriert und wir haben das aber auch ein bisschen in Max sein Video reingepackt. Also wenn ihr das anguckt, nicht wundern, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil der Park gleich zumacht.
Max, was hast du eigentlich vor? Frontbombed. Eigentlich, aber eigentlich schon. Ich weiß auch nicht, wer dir das gecallt hat, aber es stand auf jeden Fall ein paar Mal da, dass wir Frontflips machen sollen. Oh! Oh! Max hat mir zwar gerade gesagt, dass das ein ziemlicher Scheißsprung dafür ist, aber ich... Ah, du kannst sie auch besser. Ja, ich probier's. Also ich denke, es klappt. Jo. Ich weiß nicht, wie viele Leute das kommentiert haben, sonst würde ich jetzt den Namen zeigen, oder also wenn es einer kommentiert hätte. Aber es waren so viele. Die haben natürlich in der Instagram-Story die Resi-Quarter gesehen und haben einen Flair Barspin gecallt. Ich bin mega im Eimer, alle anderen auch. Aber das wäre halt noch ein krönender Abschluss, den noch zu machen. Deswegen. Ne? Und ich bin der Kameramann. Ja. Cool, Lukas, cool. Danke. Nice. Das war's. Ich bin stoked, dass ich den noch auf die Reihe bekommen habe. We had such a long day. Yeah, it's been... I think 7 hours, 8 hours? I don't know. Probably. Yeah. Also, wenn ihr das Video jetzt bis hierhin geguckt habt, bei Max Fredriksen auf dem Channel, ist noch ein Video. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und könnt ihr auch ein Abo gern bei ihm dalassen, weil der macht echt richtig geile Videos, guten Content und fährt richtig gut Fahrrad. We'll have some... In sein Sessions, yeah, you don't understand. But for you, yeah, we're gonna have some sick sessions. The upcoming days. Yeah. Und filmen noch mehr Videos natürlich. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Peace. Das ist vorhin bei meinem Flair Crash passiert. Ich hoffe, ihr mögt alle eklige Bilder, wo ich da so runtergefallen bin. Das wird wehtun die nächsten Tage. Video Ende.